Ich bin das Licht der Welt, sagte vor 2000 Jahren ein jüdischer Rabbi namens Jesus. Heute hat er mehr als 2 Milliarden Anhänger weltweit. Sie glauben an einen unsichtbaren Gott. Wir glauben an eine höhere Kraft, die uns das Leben geschenkt hat. Ich glaube an einen, der über mir steht und mich beschützt. Manchmal sieht er aus wie ein guter Mann in meinen Gedanken, manchmal wie eine gute Frau. Aber an sich denke ich, ist Gott nicht materiell zu denken, sondern eher als Kraft, als Licht, als Wärme. Die Vorherrschaft des Christentums hat Spuren hinterlassen. Jahrhundertelang war es undenkbar, nicht an Gott zu glauben. Ich gehe davon aus, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht, dass weder Götter noch Geister in die Naturgeschehnisse eingreifen. Philipp Möller ist gottlos. Für ihn ist Gott nichts weiter als ein Hirngespinst. Er will die Menschen von Gott befreien. Ich denke, Gott gibt es auf jeden Fall. Wenn jemand eine Behauptung aufstellt, dann muss er sie auch beweisen. Und solange er sie nicht beweisen kann, muss ich einfach davon ausgehen, dass das falsch ist. Denn ansonsten könnte ja jeder kommen und mir sonst was erzählen. Und nur weil ich ihm das Gegenteil nicht beweisen kann, ist es auf einmal richtig. Und deswegen gehe ich einfach davon aus, dass es nicht so ist. Denn in 2000 Jahren hat niemand einen wirklichen Beweis anbringen können. Aber es hat noch keiner Gott nicht bewiesen. Ja, aber das ist ja auch nicht die Aufgabe der Nichtgläubigen, verstehst du? Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Gott zu beweisen. Nein, das ist kein Glaube. Nee, richtig, genau. Ich finde das jetzt gerade so ein bisschen einfach so eine Art Angriff. Also ich will ja auch gar nicht sagen, du musst jetzt dran glauben. Ich will nur, dass er jedem, der dran glaubt, die Chance dazu lässt. Beim zweiten ökumenischen Kirchentag in München treffen sich mehr als 100.000 Gläubige. Philipp Möller, der einzige Ungläubige unter ihnen. Wir haben ihn eingeladen, das Großevent zu besuchen. Atheismus trifft auf Christentum. Ein Experiment. Was könnte ich denn hier beichten zum Beispiel? Man könnte jetzt zunächst einmal einfach einen Sündenkatalog aufzählen, gell? Ja. Also Dinge. Wer definiert den denn? Das können Sie ableiten aus der Heiligen Schrift, zum Beispiel aus den 10 Geboten und so. Also die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, haben das definiert. Wenn Sie es so sehen wollen, wissen Sie, das ist auch schon wieder so eine Sache. Die Bibel ist über Jahrtausende hin entstanden. Da hat sich nicht einfach der Bert Brecht hingesetzt und hat schnell ein Buch geschrieben, sondern das sind Erfahrungswerte, die über Jahrtausende zusammengetragen worden sind. Und ich meine, das muss man ein bisschen mit einem solchen Wissen angehen. Da kann man nicht einfach so klatsch, klatsch da. Ne? Das ist was Tieferes, das ist was viel, viel Größeres. Ne? Ich finde es halt ein bisschen anmaßend, dass sich jemand rausnimmt, zu definieren, was jetzt Sünde ist und was verboten ist, um dann zu sagen, ich kann dich davon erlösen, um dich mit Gott wieder zu versöhnen, wo Gott doch letztlich nichts weiter als eine Idee ist. Ein Kirchentag ist eine unübersichtliche Sache mit unzähligen Gruppen und Grüppchen. Ein kritischer Zeitgenosse wie Philipp Möller macht da merkwürdige Entdeckungen. Zum Beispiel die Abteilung der kirchlich engagierten Homosexuellen. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Mir drängt sich natürlich, wie Sie sich bestimmt vorstellen können, die Frage auf, wie Sie als Homosexueller, ich vermute mal, sind Homosexuelle, ja, ja, noch Mitglied in einer Vereinigung sein können, die sich so oft und über Jahrhunderte so fürchterlich gegenüber Menschen ihrer Veranlagung gezeigt hat. Das ist ein Aspekt an der Geschichte. Es gibt andere. Also ich selber bin evangelisch. Ja. Ich bin in meiner Kirchengemeinde im Kirchenvorstand als offen schwuler Mann. Wir haben vor wenigen Jahren einen Beschluss gefasst, dass Segnungen schwuler, lesbischer und schwuler Paare möglich sind. Also da ist ganz viel an Bewegung drin. Ja, aber meinen Sie nicht, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die ihre Kirchensteuermittel erhalten, die was ganz anderes behaupten und die sie quasi mit subventionieren? Die Kirchen sind in unserer ganzen Geschichte eine ganz mächtige Organisation gewesen und da kritisch drauf zu gucken, was sagen die, das ist vollkommen in Ordnung. Nur mein persönlicher Weg ist eben, von innen zu versuchen, da mitzumachen, was zu verändern. Ich persönlich wohne in Berlin, in, ja, Schöneberg. Ja. Und das ist ja so Berlins Schwulenkiez. Und das ist für mich so eine bunte, lebensfrohe Gegend, dass ich immer denke, hier könnte eigentlich keine Kirche stehen. Ja. Also ich merke immer wieder, es ist wichtig, dass wir hier sind und den Leuten auch Mut machen und sagen, was euch andere da erzählt haben, ist Quatsch. Sind Kirchentagsteilnehmer naive Idealisten?
Blenden Sie die Schattenseiten des Christentums einfach aus? In Halle B2 haben katholische Ordensleute eine spirituelle Oase aufgebaut. Man lädt ein zur Fußwaschung, ein alter orientalischer Brauch. Aber ein Atheist lässt sich nicht die Füße waschen. A, sind meine Füße sauber? Und B, brauche ich diesen Symbolcharakter dahinter nicht? Deswegen muss ich mich da jetzt nicht hinsetzen und mir die Füße waschen lassen. Würdest du ihm denn die Füße waschen? Ja, warum nicht? Was würde das dann bedeuten für dich? Ja, für mich ist es ein Zeichen der Wertschätzung und des Respektes und auch als Zeichen der Gastfreundschaft und des Willkommens. Ja, so wäre es für mich halt ein Zeichen, ja, jemand anders eben auch wertzuschätzen. Also mich nicht irgendwie über ihn zu stellen oder meine Macht zu demonstrieren, sondern zu sagen, ja, du bist sozusagen einer wie ich und ja, ich möchte dir Gutes tun. Du findest nicht, dass man so miteinander umgehen sollte? Natürlich sollte man miteinander umgehen und vielleicht auch so. Und wer sich die Füße waschen lassen will, der soll das eben machen. Und anderen zu helfen, ist eine ganz großartige Sache. Aber es ist ja selbstverständlich, wenn man ein Mensch ist. Kein Freund der Kirche. Schade. Solche Leute brauchen wir auch. Aber. Ich weiß. Wird noch wehren, sagt Frau Kern. Ich finde es halt irgendwie ziemlich süß, dass die Leute alle so liebestrunken quasi herumlaufen. Das Christentum proklamiert ja für sich die Religion der Liebe zu sein. Und das lassen die Leute ja ziemlich deutlich spüren. Es ist schon interessant, dass die vielen anderen Aspekte letztlich einfach ausgeblendet werden. Tag 1 auf dem Kirchentag geht zu Ende. Zur Tradition gehört auch die Unterkunft in Privatquartieren. Philipp Möller hat sich auch auf dieses Experiment eingelassen. Jutta und Gottfried Sirotek nehmen ihn bei sich auf. Jutta Sirotek engagiert sich in der katholischen Gemeinde. Mit Kirchenkritikern wie Philipp Möller hat sie kein Problem. Sie ist geschieden und wieder verheiratet. In der katholischen Kirche führt das zum Ausschluss von der Kommunion. Sie und ihr Mann sehen das selbstkritisch. An ihrem Glauben hat das aber nichts geändert. Dass man Kindern dieses Bild antut, finde ich unmöglich. Ja? Da hängt also tatsächlich ein Mensch ans Kreuz genagelt. Für Jutta Sirotek und ihren Mann ist das Kreuz Zeichen einer Lebenseinstellung und nicht Ausdruck kirchlicher Unterdrückung. Sie haben die große Reform der Kirche in den 60er Jahren miterlebt. Ich komme eigentlich aus einer eher doch streng katholischen Familie. Und dann bin ich ja groß geworden mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das war meine Jugendzeit und es war so eine begeisternde Aufbruchsstimmung. Wie jetzt sind sie losgelassen? Ja, das hat vielleicht auch meine Brille geprägt. Ja. Ich interpretiere ganz viel, wo ich sage, ja, da habe ich Halt bekommen. Es gibt einen Gott als du. Was mich mal gehalten hat, war dann sehr viel später, als ich mich habe scheiden lassen. Da hat mich das einfach gehalten. Also das klingt ein bisschen doof, aber ich habe in meinem Leben bisher sehr wenig Fürchterliches erlebt. Ich hatte zum Beispiel einen nahen Tod, das war meine Oma. Meine Oma hat vor ihrem Tod zu mir gesagt, Lippi, mir reicht es, ich habe einen Kanal voll, ich mache die Tür zu. Und ich habe mich von ihr verabschiedet und das war völlig okay. Und Halt gibt mir eigentlich heute das Bewusstsein, dass diese Frau, auch wenn sie ein sehr schweres Leben hatte, zumindest in der Zeit, in der ich sie erlebt habe, extrem viel Spaß hatte und sich ihres Lebens erfreut hat. Warum sind Sie denn mit ihr auch jetzt ab und zu vielleicht noch im Dialog? Das kann ich mit meiner Oma nicht mehr. Denn meine Oma ist ja in dem Fall nur noch eine Projektion, ein virtuelles Gebilde meines Gehirns. Und damit ist meine Oma quasi ich. Wenn ich sage, ich gehe ins Gespräch mit Gott, ja, dann spreche ich auch mit einem Du, dass ich jetzt nicht sage, das bin jetzt ich.
gedanklich. Die philosophische Frühstücksfrage lautet: Was ist der letzte Grund aller Dinge? Für Philipp Möller ist es der Mensch. Für Sirotek ist es Gott. Pattsituation. Jutta Sirotek fürchtet, wer Gott aus den Augen verliert, sieht nur noch sich selbst. Ich finde, Gesellschaft läuft die Gefahr, egoistischer zu werden, wenn man die Gemeinschaft aus den Augen verliert. Ja, und da ist Kirche eben eine Institution, die auf die Gemeinschaft oder auf die Schwächere hinweist. Philipp Möller sieht das anders. Humanistische Werte wurden gegen die Kirche erkämpft. Vorbereitungen für einen Fernsehauftritt. Bei einer Podiumsdiskussion wird Möller die Giordano-Bruno-Stiftung vertreten. Als humanistischer Missionar? Öffentlichkeit zu kriegen, ist ja nicht gleich missionieren. Für eine Weltanschauung, wie ich sie vertrete, kann man schlicht und einfach nicht missionieren. Und das beweist eigentlich nur, wie da teilweise noch in alten Denkmustern die Menschen verhaftet sind, indem sie sofort von Missionieren sprechen. Ich verstehe mich nicht, überhaupt nicht als Missionar, sondern schlicht und einfach als jemand, der der Öffentlichkeit mit Informationen zur Verfügung stellt, sodass sie dann selbst entscheiden können, was sie damit anfangen. Der engagierte Ungläubige trifft auf den katholischen Bischof. Erstes Kräftemessen der Diskutanten hinter der Bühne. Ich bin Sie heute als Einziger, der quasi die Position des Kritikers vertritt. Woher wissen Sie das? Beziehungsweise die Position des Kritikers, der wirklich außerhalb der Kirche ist. Dass jetzt der Atheismus steigt in unserer Gesellschaft, das kann ich schwer beurteilen. Er wird lauter, er äußert sich stärker. Und deshalb wird auch natürlich in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen. Schwierig für mich, in Fragen der Kirche mitzusprechen, denn... Ist Ihnen wurscht? Nein, es ist mir nicht wurscht, sondern ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft, in der Religiosität schlicht und einfach etwas Privates ist. Zwei Drittel der Einwohner in Deutschland gehören einer christlichen Kirche an. Die Caritas ist der größte Arbeitgeber in Deutschland. Nicht Siemens, nicht BMW, nicht die Deutsche Bank. Die Diakonie ist der zweitgrößte Arbeitgeber. Die einen mit 500.000, die anderen mit 450.000 Menschen. Ohne unsere Kirchen wäre nicht nur das Gepräge unserer Landschaft, unserer Städte, unseres geistigen Zusammenlebens anders, sondern unser soziales Zusammenleben würde morgen zusammenbrechen. Die Kirche steuert zu Caritas und Diakonie ungefähr 2% zu und nimmt sich aber Caritas und Diakonie als die großen Aushängeschilder von Nächstenliebe und Toleranz. Richtig ist, dass es eine Menge öffentliches Geld gibt für diese Arbeit. Aber das finde ich auch soweit in Ordnung, wenn wir auch öffentliche Aufgaben wahrnehmen und wenn wir gleich behandelt werden, wie alle anderen auch. Dann finde ich das auch, ist das gut zu legitimieren und völlig in Ordnung. Das ist eine falsche und unfaire Darstellung. Es ist ja nicht so, dass der Staat die Kirche finanziert, wenn sie sozial tätig wird, sondern die Kirche übernimmt einen staatlichen Auftrag in der Wohlfahrtspflege, wie alle anderen auch, wie der atheistische, der humanistische Verband ja auch. Der kriegt dasselbe Geld. Wieso sollen wir es nicht kriegen, wenn er es kriegt? Und im Gegenteil, es gibt Bereiche, etwa bei den Kindertagesstätten, da kriegen die Humanisten mehr als wir. Da müssen wir also aus Kirchensteuern noch zufinanzieren. Also so ist das. Das muss man schon mal genau hingucken. Da ist es völlig daneben. Auch der zweite ökumenische Kirchentag in München ist vom Staat bezuschusst. Die Gläubigen sagen, die Fußball-Weltmeisterschaft wird auch von allen finanziert und auch der Kirchentag ist für alle offen. Katholiken und Protestanten sitzen an einem Tisch. Und da ist natürlich auch Platz für einen Atheisten. Das bedeutet für mich genau das, was Jesus auch getan hat. Er hat nämlich alle an den Tisch eingeladen. Und das heißt es für mich als Christ eben auch. Einfach Mahlgemeinschaft für jeden, der kommen möchte und ja sagt. Für die Gläubigen ist es Mahlgemeinschaft. Für Philipp Möller ändert das gar nichts. Für ihn sind es Menschen, die an einem Tisch sitzen. Nicht mehr und nicht weniger. Respekt muss man sich verdienen. Und ich nehme hier nicht aus Respekt teil, sondern für den Film. Also ohne den Film, ehrlich gesagt, hätte ich hier nicht teilgenommen. Ja.